Könnte das bedeuten, dass er die Gutgläubigkeit der Leute für seine eigene Bereicherung missbraucht? Bei Verschwörungsmythen gibt es immer das Gute, das gegen das Böse kämpft. Monodirektional. Laut Butter teilt er auch die Welt in Gut und Böse ein. Die Bösen sind die Kriegstreiber, vor allen Dingen die USA und die NATO. Die Guten sind hingegen jene in der Friedensbewegung, vor allen Dingen er. 1945 gab es nie mehr Krieg in Europa, dann sage ich immer. Wo wart ihr in den 90er Jahren? Okay, als man Serbien bombardiert hat oder auch das, was in Bosnien etc. passiert ist. Das heißt, man tut so, als man hier, das ganze Jugoslawien wurde ja zerschlagen, dass da gar nichts passiert ist. Und dann sagt man, jetzt, was eben die Russen machen, das ist das erste Mal, ja, dass in Europa wieder Krieg ausgebrochen ist. Und das ist eben auch eine sehr selektive Verknüpfung der Neuronen, die so nicht der Wahrheit entspricht. Aber viele Leute wissen ganz, ganz wenig und dann kann man denen irgendetwas erzählen. Dann denken sie, ja, da muss wohl so sein, ist im Spiegel oder FAZ oder Süddeutsche Zeitung gestanden und glauben das einfach. Und darum ist eben der Vorteil, wenn man in Bildung investiert und sich diese Sachen selber sozusagen einprägt. Ja. Ja gut, ist auch immer kurzlebig alles und die Menschen haben halt relativ wenig Zeit, sind eingespannt im Hamsterrad und vergessen halt, was vor 2 Wochen war. Wie sollen sie wissen, was 1999 war? Also ganz ehrlich. Der Weg zur Esoterik, Sektentum und zu Neurechten ist dann auch nicht mehr weit. Und mit Ivo Sasek oder Karl-Heinz Hoffmann hat Ganser da schon Koryphäen getroffen. Apropos Sekten. Ist Ganser vielleicht sogar schon ein Sektenguru? Marco Kovic sagt dazu, in Daniele Gansers Community, in Anführungszeichen, wird meines Erachtens ein bedenklicher Personenkult zelebriert. Der charismatische Ganser verschmilzt verschwörungsideologisches Gedankengut mit bizarren esoterischen Ausführungen. Und seine Superfans zücken begeistert das Portemonnaie. Um das umzusetzen, ist es eben wichtig, dass man sich hinter den Wasserfall stellt und die eigenen Gedanken und Gefühle beobachtet. Ja, weil die tauchen auf und gehen wieder weg, und dann kommt ein neuer Gedanke, taucht auf, geht weg. Und diese Beobachtung gibt uns die Möglichkeit, dass wir freier denken können. Ja. Weil sonst befinden wir uns tatsächlich im betreuten Denken, ja, wo wir immer nur sagen, das ist in der Tagesschau gesagt worden und das ist, muss die Wahrheit sein. Dann wiederholen wir das so in einem Art Copy-Paste-Mechanismus. Das ist kein freies Denken, das ist betreutes Denken. Wenn wir hingegen sagen, oh, die Tagesschau hat das gesagt, sehr interessant, aber ich glaube es irgendwie nicht, weil auf Antispiegel habe ich das gelesen und übrigens mein Freund, der ist aus Georgien, der hat mir das erzählt und ein anderer ist aus Indien, der hat gesagt, die Inder sehen das völlig anders und dann geht's los. Oder dann ist freies Denken möglich. Das Problem ist, man hat keine stabilen Feindbilder mehr. Ja, das ist das Problem, aber ich würde sagen, das ist eigentlich ein Fortschritt. Weil diese Feindbilder führen ja zu einer Verhärtung. Volker Pispers hat mal gesagt, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Es ist tatsächlich so. Leute, bewertet selbst, wie weit das von einer Sekte entfernt ist. Es ist die rote Pille. Die rote Pille wie in Matrix. Wer einmal seine Realität akzeptiert hat, sieht überall eine andere Wahrheit. Je weiter er sich selbst von der Wissenschaftlichkeit wegbewegt hat, desto mehr Leute folgen ihm. Desto mehr wird er aber auch von Wissenschaft und Medien kritisiert, was ihm wiederum noch mehr Bestätigung in seiner Zielgruppe gibt. Er kann bald so gut wie alles sagen, solange er nur das alles in eine Verschwörung einfügen kann. Und das Einzige, was passen muss, ist der Kern. Die amerikanischen und westlichen Eliten. Die war's. Ich halte Ganser für einen sehr gefährlichen Mann. Denn wie er arbeitet, ist meiner Meinung nach gewollt und gekonnt perfide darauf ausgelegt, mit allen Mitteln unantastbar zu bleiben, während man den Weg in eine wirklich üble Gesellschaft finden kann. Da er es aber nicht direkt ausspricht, ist er nicht angreifbar. Laut Professor Butter ist Ganser damit der Prototyp desjenigen Verschwörungstheoretikers, der vorgibt, nur Fragen zu stellen, implizit aber eine Verschwörungstheorie entwirft. Er mimt den seriösen Wissenschaftler, obwohl er bereits auf dem Weg sein könnte, eine esoterische Sekte aufzubauen. Bei manchen Zeitungen gilt er als der Star der deutschsprachigen Verschwörungsszene. Anders als bei Menschen wie Attila Hildmann schreckt er aber nicht sofort die nicht radikalisierten Menschen ab. Führt sie aber Schritt für Schritt an diese Person heran. Und wer weiß, vielleicht sogar bewusst und gezielt. Auch der Tübinger Professor Klaus Gestwar urteilt, Ganser sei brandgefährlich, weil er demokratieskeptische Milieus durchdringt und so immer weiter vom demokratischen Diskurs entfremdet. Es scheint auf den ersten Blick nicht so, aber er ist bestens in der neurechten Szene vernetzt. Leute, eine gesunde Skepsis ist wichtig, aber eine Behauptung ohne Beweise ist der Wahrheit gegenüber wertlos. Und das gilt auch dafür, wenn man offizielle belegte Narrative in Zweifel zieht. Ohne Gegenbeweise ist
eine bloße Meinung der Wahrheit gegenüber völlig irrelevant. Ich möchte mit der Einschätzung des Antisemitismusbeauftragten enden. Ich halte Daniele Ganser für einen anti-westlichen Verschwörungsunternehmer, der mit der Verbreitung von Verschwörungsmythen seit Jahren Geld verdient. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich als YouTuber komme nach meinen Analysen zum Schluss, dass man unter Betrachtung der zuvor genannten Fakten durchaus verstehen kann, wenn Leute ihn als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Zu welchem Schluss ihr kommt, meine Lieben, das ist natürlich euch selbst überlassen. Lena ist mein Name, kein Abo. Ich gehe. Noch nicht. Deine ja, Frage noch bitte. Nicht. Meine Frage, es wurde als 10. Punkt dargestellt, dass es gut wäre, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Da stimme ich 100% mit überein, wie sicher alle hier im Raum. Gibt es denn eine konkrete Möglichkeit, wie jetzt in der Ukraine dieser Konflikt gelöst werden könnte? Haben Sie da Ideen? Ja, es braucht eigentlich, wie bei der Kuba-Krise, Verhandlungen hinter den Kulissen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also die Kuba-Krise wurde so gelöst, dass Kennedy war damals Präsident und sein Bruder Robert Kennedy, wurden ja beide ermordet später, aber Robert Kennedy hat mit Dobrynin gesprochen. Dobrynin war der russische Botschafter in den USA. Und dann haben Kennedy und Dobrynin abgemacht, Khrushchev zieht die Raketen aus Kuba ab und die USA ziehen die Raketen aus der Türkei ab. Und beide haben das zu Hause als Sieg verkündet. Das hat damals noch funktioniert, weil es waren geschlossene Kommunikationsräume. Und das ist eigentlich auch jetzt möglich. Es gab tatsächlich auch schon Gespräche zwischen Putin und Zelensky, nicht direkt, ja, sondern die haben natürlich ihre Unterhändler und die müssen auch über verdeckte Kanäle müssen die zusammensprechen, weil die bleiben Nachbarn. Aber ich kann nicht sagen, wer im Moment diese Gespräche führt, ob sie überhaupt geführt werden. Aber das, denke ich, ist der einzige Weg. Und es ist dann natürlich die Frage, was sind die Forderungen beider Parteien? Die Russen werden Neutralität fordern für die Ukraine. Sie werden sagen, wir wollen, dass ihr euch verpflichtet, dass ihr der NATO nicht beitritt. Das ist für Russland nicht verhandelbar. Und für die Ukraine ist die Frage, ob Gebietsverluste hinnehmbar sind oder nicht. Wenn Gebietsverluste hinnehmbar sind, dann wäre eine erste Möglichkeit, dass man sagt, wir lassen Russland die Krim, aber wir hätten gern den Donbass und Cherson und Saporischschja zurück. Und die zweite, noch weitergehende Position wäre, wo ich aber auch nicht sehe, dass das in der Ukraine mehrheitsfähig ist, dass man sagt, wir lassen den Russen alle Gebietsgewinne. Ich sehe das im Moment nicht, aber ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen diskutiert wird. Aber es ist eigentlich Quadratkilometer gegen Neutralität. Das ist die Situation. Und manchmal geht es auch dann noch mehrere Monate weiter, weil jede Gruppe denkt, ich verhandle erst, wenn ich in einer besseren Position bin. Also jetzt könnte es sein, dass die Ukraine denkt, wir machen eine Gegenoffensive und sind dann in einer besseren Verhandlungsposition. Aber es kann auch das Gegenteil passieren, wenn die Gegenoffensive nicht gelingt, dass dann noch eine schlechtere Verhandlungsposition ist, als wenn man jetzt verhandeln würde. Also komm, das ist eine komplexe Sache. Fakt ist definitiv, dass er kein seriöser Wissenschaftler ist. Eigentlich kommt der Widerstand nur vom Volk, ja. Habt ihr den Verstand verloren? Und das ist natürlich. Das ist auch meine Position. Ich unterstütze die Menschen, die auf die Straße gehen. Ich unterstütze die Menschen, die sich äußern, die sagen, wir wollen keinen Krieg mit Russland. Weil die Deutschen sind schon ein sehr, sehr geduldiges Volk, das muss ich sagen. Ja. Sie denken, ja, warten wir nochmal und ja, schweigen wir nochmal und ja, warten wir nochmal. Das ist irgendwie, ist das bei euch in der DNA? Ich weiß auch nicht genau. Aber man muss halt sich auch fragen, wie lange soll man warten? Aber jeder muss selber seinen Moment finden, wo er sich artikuliert. Und Fakt ist auch, dass dieses Video jetzt zu Ende ist und auf meinem Kanal noch viele weitere sehr, sehr spannende Videos zu finden sind. Falls ihr die noch nicht gesehen haben solltet, dann könnt ihr jetzt gerne mal den Abo-Button sprengen und ohne Mitgliedsgebühren bezahlen zu müssen, könnt ihr alles sehen, was ihr wollt. Vielen lieben Dank. Bewertet das Video, diskutiert gerne mit uns da unten in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssikowski. Ja, hallo, ich bin Daniele Ganser. Ich bin Historiker und Friedensforscher aus der Schweiz. Ich möchte alle Menschen unterstützen, die sich für den Frieden engagieren. Einige tun das mit einer Kerze, die sie vielleicht bei sich zu Hause aufstellen und mit guten Gedanken. Andere gehen an eine Demonstration
und sagen, wir möchten ein Zeichen setzen, wir möchten nicht, dass Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden. Und dritte, schreiben einen Leserbrief einer Zeitung oder besprechen sich mit Freunden und sagen, es kann doch nicht sein, dass wir in Kriegsgebiete Waffen liefern. Weil wenn man Waffen in Kriegsgebiete liefert, dann ist das wie wenn man Holz ins Feuer legt. Es brennt dann länger und es gibt letzten Endes mehr Tote im Kriegsgebiet. Ich glaube, wichtig sind Friedensverhandlungen. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören. Und wichtig ist auch, dass wir lernen, die größten Probleme, die wir im 21. Jahrhundert haben, die können wir gar nicht mit Gewalt lösen, sondern da müssen wir wirklich miteinander sprechen, aufeinander zukommen. Und ja, töten ist eigentlich keine Umgangsform mehr im 21. Jahrhundert. Ich danke allen, die sich für den Frieden engagieren. Ich weiß, manchmal ist es nicht einfach. Man wird vielleicht diffamiert oder nicht verstanden. Ja, dann soll man einfach sich fragen, wie wichtig einem persönlich der Frieden ist. Und wenn man ganz tief im Herzen spürt, dass einem der Frieden ein großes Anliegen ist, dann kann aus dieser inneren Überzeugung kann sehr, sehr viel Kraft entstehen. Bleibt bei dieser Kraft und vielen Dank, dass ihr euch für den Frieden engagiert, wo immer ihr seid.